Update Mallorca heute am Ende der Woche und wir schauen jetzt auf die zurückliegende Woche. Dafür begrüßen wir Klaus Vorbrot live aus Palma. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag aus Palma. So, ja, wir haben Anfang der Woche gesprochen. Jetzt müsste man ja sagen, jetzt gehen uns eigentlich fast so langsam die Themen aus am Ende der Woche. Aber das ist nicht so. Ich glaube, Mallorca hat immer was zu erzählen. Heute oder überhaupt in der ganzen Woche gingen bei uns, aber auch bei vielen Reisebüros immer wieder Fragen ein. Wie teuer wird denn der Urlaub auf Mallorca in diesem Jahr? Ist es besser, buche ich jetzt? Ist es besser, buche ich vielleicht kurz vorher? Kann ich mir überhaupt einen Mietwagen leisten? Vielleicht geben wir heute und jetzt mal so einen kleinen Überblick, ja, welche Erfahrungen Sie vor Ort jetzt hier gemacht haben und wie die Tendenz bzw. wie die Aussicht da auf den Sommer jetzt aussieht. Man muss natürlich den Stein des Weisen nicht in der eigenen Tasche haben, um ableiten zu können, dass die allgemeinen Preisentwicklungen, die wir ja überall sehen, nicht nur in touristischen Destinationen, sondern ja auch zu Hause, jeder von uns merkt das, dass die sich natürlich auch in einer Urlaubsregion niederschlagen. Das geht der Türkei genauso wie Spanien, Italien, Griechenland geht und natürlich eben auch Mallorca. Einzeln betrachtet vielleicht alles zu verkraften, aber völlig richtig, in Summe betrachtet muss man wohl davon ausgehen, dass der Urlaub auf Mallorca, wie sonst überall auch in diesem Jahr, deutlich größere Löcher in die Haushaltskasse reißen wird, als das vielleicht geplant war oder als das in den Jahren vor Corona war. Fangen wir mal mit dem, wie komme ich eigentlich hin und zurück an. Die Lufthansa-Gruppe hat ja bereits an den Preisen gedreht. Wir hören jetzt sogar von Ryanair, die ja so eher vorsichtiger sind, was Preiserhöhungen angeht, aber eben auch von vielen, vielen anderen, dass sich wohl mittelfristig jetzt schon das Preisniveau, das aktuelle, nicht halten lässt. Die internationale Organisation IATA, in der ja fast nahezu alle Airlines zusammengeschlossen sind, hat darauf hingewiesen, dass üblicherweise, wenn sich eben Preise für zum Beispiel Rohöl und Co. erhöhen, das so bis zu 6 Monate dauert, bis man an den Ticketpreisen merkt, dass da was passiert ist. Das wird dieses Mal wohl deutlich schneller gehen. Und so gibt es nicht wenige Expertinnen und Experten, die davon ausgehen, dass das Fliegen an sich schon bis zum Sommer deutlich teurer geworden sein wird. Hier und da erlebt man es jetzt auch schon. Aber die Zeiten der Schnäppchenpreise für Mallorca-Flüge, wie eben auch für Flüge zu anderen Destinationen, die dürften wohl vorbei sein. Gehen wir vielleicht mal in Richtung Hotel. Teilweise hat man schon gehört, dass die Hotels gar keine Sonderpreise oder Schnäppchenpreise auch machen wollen, haben sich untereinander abgesprochen, dass man da im Prinzip eine Linie hat. Wie ist da Ihre Einschätzung? Das ist nicht unbedingt ein Thema, was mit höheren Preisen zusammenhängt, sondern eher mit Kapazitäten. Wir hatten ja relativ früh einen hohen Anbuchungsstand, was Mallorca in diesem Jahr angeht. Endlich kann man wieder reisen. Die Corona-Regeln sind im Wesentlichen abgeschafft. Da haben sich eben viele relativ zeitig entschieden zu buchen, was hier zu guten Buchungszahlen schon sehr früh im Jahr geführt hat. Das setzt sich durch, so wie man das überall hören und lesen kann, bis in den späten Herbst diesen Jahres. Es ist also schlicht und ergreifend gar nicht viel Potenzial da für Last-Minute-Angebote. Dazu kommt das Thema, was wir in einem der letzten Updates besprochen haben, nämlich der Personalmangel. Man kann in vielen Bereichen in diesem Jahr die 100% gar nicht auslasten, weil man schlicht und ergreifend nicht genug Personal hat. Also auch das ist ein großes Thema und das führt dazu, dass wohl der klassische Last-Minute-Markt in diesem Sommer eher sehr bescheiden ausfallen wird, wenn es ihn überhaupt gibt. Also wer wirklich darauf spekuliert, ein Schnäppchen zu machen, weil man kurzfristig bucht und dann aber trotzdem zum Beispiel auf die Sommerferien angewiesen ist, dem würde ich oder ihr würde ich in dem Fall zur Vorsicht raten. Das kann in diesem Jahr auch nach hinten losgehen. Thema Mietwagen war in den letzten Wochen, Monaten ja auch heiß diskutiert. Habe gestern ein Beispiel aus Südafrika bekommen. 430 Euro der Tag für einen Kleinwagen. Ist natürlich schon mega Wucher, würde ich sagen. Wie sieht es denn auf Mallorca jetzt aus? Wir hatten da ja auch wirklich dann teilweise Horrorpreise. Blick auf den Sommer. Wird sich die Lage ein bisschen stabilisieren? Sprich, haben die Autovermieter ein bisschen für Nachschub gesorgt an Autos, sodass sich da auch die Preise ein bisschen einpendeln könnten?
Also Horrorpreise würde ich es nicht nennen, aber ein sehr hohes Preisniveau ist es auf jeden Fall auch. Ja, es gibt jetzt mehr Mietwagen als zum Beispiel vor den Osterferien, aber nein, an den Preisen ändert sich deswegen nichts, sondern man kann jetzt fast davon ausgehen, dass es eben immer verfügbare Autos geben wird. Wir haben ja, wie gesagt, in der Woche vor Ostern erstmals, glaube ich, erlebt, dass man überhaupt kein Fahrzeug mehr buchen konnte. Es war schlicht und ergreifend Ratzeputze leer auf den Höfen der Autovermieter. Das wird wohl im Sommer jetzt nicht passieren. Aber es ist eben auch nicht so, dass so viele Fahrzeuge da sind, dass die Preise spürbar runtergehen werden. Also auch da muss man ganz sicher von hohen Preisen ausgehen. Aber es gibt eben genug Autos. Anders ist das beim Thema Tanken zum Beispiel. Wir haben ja in Spanien, wie viele andere Länder auch, Maßnahmen der Regierung, die die hohen Energiepreise so ein bisschen abfedern sollen für Endverbraucher. Dazu gehört hier eben auch ein Rabatt pro Liter Diesel oder pro Liter Benzin, der direkt an der Tankstelle von der Rechnung dann abgezogen wird. Und die Tankstellenpächter verrechnen mit Vater Staat, wenn wir so wollen. Da regt sich jetzt Unmut zunehmend, weil man auch aus anderen spanischen Urlaubsregionen, aber eben auch von den Kanarischen Inseln, von den Balearischen Inseln, jetzt zunehmend Stimmen hört, die sagen, na, am Ende des Tages ist es ja auch spanisches Steuergeld, mit dem das subventioniert wird. Und wir können uns eigentlich nicht leisten, dass wir jetzt den ganzen Sommer über auch alle Urlauberinnen und Urlauber in den Genuss dieses Rabattes kommen lassen. Und jetzt wird also zunehmend lauter darüber spekuliert, ob demnächst an den Tankstellen wieder die normalen, also deutlich höheren Preise zu zahlen sein werden und die Einwohnerinnen und Einwohner mit einer Art Gutschein eben an der Tankstelle dann als Einwohner ihren Rabatt gültig geltend machen können, während eben für Urlauber, für Mietwagen zum Beispiel die normalen Preise dann wieder, die jetzt ja auch locker die 2-Euro-Grenze wieder erreichen und leicht drüber liegen, manchmal sogar schon, dass die also wieder zu Buche schlagen. Auch das muss man eben berechnen, wenn man eben einen eigenen Mietwagen hat und individuell auf der Insel unterwegs sein will. Jetzt ist es für manche Reisebüros ja auch so, die sagen, die wollen ihre Kunden gerne beraten. Und da kommt natürlich die Frage, was rechnet sich denn dann in diesem Sommer mehr? Hotel im Halbpensionmodus, sage ich jetzt mal, zu buchen oder vielleicht irgendwo eine Ferienwohnung oder eine Finca, wo ich mich selber versorge. Was sind Ihre Einschätzungen da? Wo könnte das preislich dahin gehen in verschiedenen Situationen? Das sind ja ganz oft Entscheidungen, die fallen am Ende gar nicht aus der Abteilung, was rechnet sich mehr und was ist günstiger, sondern welche Form von Urlaub will ich machen. Und wenn man sich eben entscheidet, dass man in einem Hotel Halbpension zum Beispiel bucht, dann hat man eben den Preis sicher und weiß, was es kostet, wenn man dort eben auch versorgt wird, Frühstück und Abendessen zum Beispiel. Anders ist das, wenn man eben eine Finca, eine Ferienwohnung hat und sich selber versorgt. Das Thema Mietwagen hatten wir schon. Natürlich ist es auch hier so, dass in den Supermärkten die Preise anders sind, als das noch im vergangenen Jahr und vor wenigen Wochen war für verschiedene Dinge. Man merkt also auch hier die Inflation, die ja in Spanien auch ein bisschen höher liegt als in Deutschland. Und das merkt man eben auch bei Einkauf im Supermarkt, wenn man sich zum Beispiel selber versorgt. Anderes Beispiel, wenn man eben nur Hotel gebucht hat und zum Essen dann aus dem Haus geht, in Anführungszeichen. Die Gastronomie, da gab es gerade in den letzten Tagen nochmal eine Info drüber. Der Fachverband hier hat darauf hingewiesen, dass die gastronomischen Einrichtungen, man merkt schon, wenn man einen Kaffee bestellt irgendwo, die gastronomischen Einrichtungen in den letzten Tagen die Preise so um 15 bis 20% nach oben genommen haben. Das ist schon ein Schluck aus der Pulle, wie man landläufig sagen würde. Aber mit Blick auf den Sommer und die Unsicherheiten, was eben Preise angeht und Versorgung angeht, könnte es durchaus sein, dass dann nochmal 10 bis 15% dazukommen. Also auch das muss man auf dem Zettel haben, wenn man hier essen geht, wenn man einen Kaffee trinken geht, wenn man sich abends noch irgendwo an den Strand setzt und einen Drink gönnt. Auch da sind die Preise jetzt anders, als sie noch vor einem Jahr waren. Also die Urlaubskasse auf jeden Fall etwas mehr auffüllen als in den letzten Jahren. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, definitiv. Schauen wir uns ein bisschen an, schauen wir uns den Urlaub auf dem Wasser, auf dem Meer an, sprich Kreuzfahrt. Da hat es ja jetzt auch wieder so ein bisschen ja, Reederei in dieser Woche gegeben. Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die Wonder of the Seas, in Palma angelegt und die soll jetzt regelmäßig kommen. Jetzt war die Wonder of the Seas tatsächlich mit insgesamt 5 Kreuzfahrtschiffen vor Ort. Das ist ja jetzt schon wieder quasi so ein, ich sag mal, so eine Zahl, die wir vor Covid allein nicht hatten. Wie ist das jetzt möglich?
Ja, auch hier eine komplizierte Gemengelage, so will ich es mal formulieren, mit ganz unterschiedlicher Sicht auf die Dinge. Die Wonder of the Seas, die ja zur Royal Caribbean Familie gehört, das, wie schon erwähnt, derzeit aktuell größte Kreuzfahrtschiff der Welt, ist auf einer Transatlantiküberquerung aus der Karibik jetzt in Palma angekommen, in der jetzt gerade abgelaufenen Woche und ab jetzt völlig richtig bis Oktober im Mittelmeer unterwegs, kommt sie immer montags nach Palma, damit man ungefähr eine Vorstellung bekommt. Auf der Wonder of the Seas, wenn sie denn ausgebucht sein sollte, finden fast 7000 Pax Platz. Dazu nochmal ungefähr 2300 Menschen Besatzung. Da ist also definitiv eine Kleinstadt auf dem Wasser unterwegs, das muss man deutlich so sagen. Und ja, jetzt das Thema, wie viele Kreuzfahrtschiffe dürfen eigentlich in den Hafen? Wir erinnern uns, es gibt ja eine, und jetzt kommt der entscheidende Begriff, freiwillige Selbstverpflichtung zwischen den Reedereien, der Inselregierung und der Hafenbehörde, die Zahl der Kreuzfahrtschiffe ja begrenzt. Damit das in diesem Jahr vernünftig umgesetzt werden kann, hatte man da Ausnahme definiert, eine Anzahl von Tagen, in denen eben mehr als zum Beispiel zwei kleine, ein großes, oder ein großes oder zwei eines Schiff da sein dürfen. Es gibt da verschiedene Kategorien pro Tag. Hatte man eben auch Ausnahmen definiert, an denen mehr Schiffe im Hafen sein dürfen. Trotzdem, auf der anderen Seite, sowohl die Hafenbehörde als auch die Reedereien sagen, wir können uns wohl nicht das ganze Jahr an diese Vereinbarung halten, weil es eben zum Beispiel durch den Krieg in der Ukraine ein paar Urlaubsdestinationen gibt, die auch bei Kreuzfahrt noch nicht so richtig wieder gehen. Also das ist weniger Ägypten im Moment, es ist weniger Türkei, dafür eben mehr Mittelmeer im Sinne von Barcelona, Palma, Rom etc. Das führt eben zu deutlich mehr Anläufen in diesem Sommer, als ursprünglich nach dieser freiwilligen Selbstverpflichtung möglich wären. Das wiederum führt natürlich auf den Balearen zu Unmut. Da gibt es einmal die Balearenregierung, die ja gerne diese Vereinbarung durchsetzen würde, es aber am Ende des Tages nicht kann. Das ist das gleiche Dilemma für Frau Armengol und ihre Regierung wie am Flughafen auch. Sowohl die Flughafenbehörde als auch die Hafenbehörde sind nationale Behörden in Spanien. Da kann die Inselregierung und die Balearenregierung hier machen, was sie wollen. Die finalen Entscheidungen fallen in Madrid, was das Thema angeht. Und es gibt natürlich auch eine Menge Bürgerinitiativen, Organisationen, Umweltschützer etc. pp., die lautstark schon wieder darauf hinweisen, dass man doch genau das eigentlich eben nicht mehr wollte, mit Blick auf Umweltverschmutzung, mit Blick auf alle Folgen, die das für das Meer hat, aber natürlich auch mit Blick darauf, was das mit einer Stadt macht, wenn dann an Tagen, an manchen Tagen bis zu 15, 18, 20.000 Menschen zusätzlich hier unterwegs sind. Das ist eben zu spüren und der letzte Montag war ein solcher Tag, an dem es zu spüren war. Wir wollen mal sehen, nach allem, was wir wissen, ist für den kommenden Montag, wenn die Wonder of the Seas das nächste Mal kommt, durchaus auch eine, na sagen wir mal, lautstarke Protestaktion in Palma angemeldet. Wir werden das mal im Auge behalten, wie wir in Summe diese Entwicklung im Auge behalten. Das wird ein spannender Sommer, auch mit Blick auf dieses Thema. Also interessant, wie sich das alles so entwickelt hat. Während der Pandemie haben wir um jeden Gast, um jeden Passagier ja im Prinzip gebettelt oder Mallorca. Und jetzt ist es genau wieder andersrum. Jetzt wird es schon wieder zu viel eigentlich. Also das ist ja, ich sag mal, wir haben ja wirklich diese ganze Entwicklung da hinter uns jetzt. Wie geht man denn von Seiten der, sag ich jetzt mal, Stadt Palma oder auch von der Tourismusorganisation damit um? Für die müsste das doch eigentlich jetzt Hurra sein. Wir sind wieder in voller Auslastung. Aber man hört irgendwie auch im Moment so ein bisschen, ja, ist uns eigentlich jetzt gar nicht so recht. Geht vielleicht viel zu schnell alles wieder. Das ist ganz sicherlich ein Punkt. Auch da wieder, wenn man sich das ganze Bild machen will, dann muss man eben verschiedene Aspekte auch zulassen und diskutieren. Man muss nicht immer alles gut finden, aber man muss versuchen, sich ein umfassendes Bild zu machen. In dieser Woche gab es gerade neue Arbeitsmarktzahlen. Die Balearen sind mit Abstand, mit großem Abstand, die spanische Region, in der seit Corona die meisten neuen Arbeitsplätze entstanden sind. Der Großteil davon übrigens auch keine Zeitverträge mehr, wie es in der Vergangenheit war, sondern unbefristete Sozialversicherungen. Pflichtige Jobs. Das verbucht natürlich Frau Armengol mit ihrer Regierung auf der Habenseite und zwar nicht ganz zu Unrecht, weil das tatsächlich dazu führt, dass es eben mehr Menschen gibt, die wieder in Lohn und Brot sind, auch wenn das hier nicht die mega bezahlten Jobs sind. Andere Diskussion, ob die Gehälter in der Gastronomie, in der Hotellerie, im Tourismus in Summe denn immer noch dem Stand der Dinge entsprechen oder ob sich da was ändern müsste. Andere Diskussion, Fakt ist, es sind wieder deutlich mehr Leute in Lohn und Brot auf den Balearen, weil der Tourismus wieder funktioniert.
Und natürlich ist es zum Zweiten so, dass all die Maßnahmen, die während und im Umfeld von Corona beschlossen wurden, ja nicht von heute auf morgen wirken. Wer also bei dem Maßnahmenpaket, beim neuen Tourismusgesetz, bei all den Dingen, die beschlossen wurden und auf den Weg gebracht wurden, davon ausgegangen ist, das wird man in der Saison 2022, 2023 schon merken, der hat offenbar die Zeichen der Zeit nicht ganz erkannt. So schnell geht es eben nicht. Und das von heute auf morgen, wenn wieder alles möglich ist, deutlich weniger Touristen zum Beispiel kommen. Das ist natürlich eine völlige Fehleinschätzung der Situation. Das ist ein langfristiger Prozess und der braucht eben Zeit und die Maßnahmen müssen wirken. Und jetzt wollen wir mal sehen, möglicherweise, wie wir das am Anfang diskutiert haben, führt ja die Preisentwicklung dazu, dass der eine oder andere entscheidet, nicht mehr 2-3 Mal im Jahr nach Mallorca kommen zu können einfach, sondern eben sich die Zahl der Reisenden in Summe deswegen etwas reduziert, weil eben weniger häufig nach Mallorca geflogen wird. Vielleicht ist das ein Thema, was wir zeitnah schon merken werden. Bei allen anderen Maßnahmen gehe ich jedenfalls davon aus und das, was wir so aus dem Umfeld von Expertinnen und Experten wissen, das wird Zeit brauchen. Das ist keine Sache, die man in diesem oder auch im nächsten Jahr schon spürbar wahrnehmen wird. Mhm. Mit Blick auf die Uhr noch ein kleines, schnelles Thema. Die Partyurlauber, die freuen sich auf jeden Fall jetzt schon. Und da ist ja richtig losgegangen schon am Ballermann, an verschiedenen anderen Party-Locations in oder auf Mallorca gibt es jede Menge Spaß. Ein bisschen zu viel Spaß berichten, darüber berichten im Moment die deutschen Medien in verschiedenen Vierteln. Zum Beispiel Santa Catalina, da hatten wir zum Beispiel in dieser Woche so ein paar Schlagzeilen, ein paar Videos, die da veröffentlicht worden sind, ein paar Bilder. Wie ist Ihre Einschätzung da? Ist das wieder mal ein bisschen übertrieben von den Medien oder ist es wirklich tatsächlich im Moment so, dass der ein oder andere doch dann wieder so ein bisschen über die eigenen Grenzen schießt? Also Santa Catalina, das Innviertel in Palma, ist natürlich sowas wie eine gastronomische Hochburg. In diesem kleinen, relativ kleinen Stadtviertel, früher ausschließlich Fischereifamilien, die da gewohnt haben, heute mit eins der teuersten Viertel in Palma überhaupt. Allein in diesem kleinen Viertel gibt es weit über 100 gastronomische Einrichtungen, Bars, paar Clubs auch, Restaurants. Tolles Ambiente, tolles Viertel, macht ganz viel Spaß. Wenn da viele Leute hinströmen, dann ist es natürlich lauter als üblich und das ist so. Das sind übrigens nicht nur Gäste, die Urlaub hier machen, sondern das sind auch sehr viele Einheimische. Santa Catalina ist auch bei den Einwohnern von Palma sehr angesagt und natürlich führt das zu erhöhtem Lärmpegel und natürlich gibt es dann auch auf der Seite der Gastronomen Leute, die keine Lizenz haben, trotzdem Lautmusik laufen lassen. Da wird eben die eine oder andere halbe Stunde nach hinten raus verlängert, was Terrassen angeht und so weiter und so weiter. Und andere Seite der Medaille, die Anwohnerinnen und Anwohner, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich selber da lebe, die waren jetzt in Anführungszeichen lang während Corona 2 Jahre dahingehend verwöhnt, dass es eben deutlich ruhiger war. Das ist jetzt anders. Und jetzt gibt es tatsächlich wieder hier und da ein paar Exzesse, die weit über das hinausgehen, was man als erträglich beschreiben kann. Und deswegen hat die Stadt jetzt reagiert auf den Protest der Anwohner und wird also verstärkt, vor allen Dingen an den Wochenenden und dann in den späteren Abendstunden dort auch kontrollieren lassen. Es gibt ja ohnehin, die gibt es immer, das ist keine neue Erfindung, diese Sondereinheit der Polizia Lokal, die dann eben in der Regel in Arenal abends und nachts unterwegs war und dafür Ruhe und Ordnung sorgt. Da wird man jetzt Teile dieser Einheit abziehen und am Wochenende auch in Santa Catalina einsetzen. Und dann werden auch da wieder, ne, jetzt ist eben alles wieder möglich und dann schäumt es hier und da eben auch über. Und ich glaube, dass es gelingen wird, dass man da relativ schnell wieder auf ein etwas normaleres Maß kommt. Und dann haben alle Spaß, die, die dort feiern und die, die dort wohnen und arbeiten natürlich auch. Ja. Wir gehen natürlich jetzt auch Richtung Sommer und wir wissen ja alle, sobald die Sommerlöcher kommen, die Medien suchen natürlich auch Themen und das sind natürlich immer gefundene Fressen dann auf Mallorca, diese Party-Themen und deshalb ist es immer ganz gut, dass man das auch aus erster Hand hört, wie es dann wirklich so ist. Aber jetzt noch ganz, bevor wir hier uns ins Wochenende verabschieden, ein schneller Blick durch Ihr Fenster im Hintergrund. Das Wetter interessiert uns natürlich alle. Also die jetzt gerade abgelaufene Woche war nochmal so ein bisschen wechselhaft. Es gab hier und da einen Regenschauer, es gab auch Wind vor allen Dingen. Temperaturen konstant, so 23, 24 Grad. Jetzt am Wochenende sagen die Wetterfrösche Sonne satt und bis zu 26 Grad. Es gibt also tatsächlich schon Menschen, die das Wochenende oder Stunden vom Wochenende am Strand verbringen. Bei den Einheimischen dauert das bestimmt noch ein bisschen. Die warten, bis sich das Wasser noch ein bisschen aufgeheizt hat durch die Sonne. Aber man kann tatsächlich auch schon Strandurlaub machen. In den meisten
meisten Regionen sind ja inzwischen auch schon Liegen und Sonnenschirme da, nicht überall, aber in vielen Regionen schon. Und das Wetter, wie gesagt, bietet beste Gelegenheit. Sonne satt, 26 Grad. Sonnige Aussichten für das Wochenende und damit verabschieden wir uns dann auch ins Wochenende. Sonnige Grüße nach Mallorca, aus Mallorca, an alle, die vorhaben, nach Mallorca zu kommen. Wir haben es gehört, Wetter passt schon mal und die Liegen werden hier und da, denke ich mal, dann auch aufgebaut sein und die Sonnenschutze oder die Sonnenschirme installiert sein. Also damit die Voraussetzungen wären da für ein schönes Wochenende. In diesem Sinne, tschüss, Herr Vorbrot. Danke gleichfalls. Schönes Wochenende. Tschüss.